Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Herr Geier, Sie sind heute aus Dresden hergeflogen. Und wie sieht man eigentlich so in der heimlichen Fußballhauptstadt des Ostens das Projekt, den Club RB Leipzig? Ja, sehr gespalten. Ja. Die Fußballverrückten, ich spreche also die Ultras und so, die sind natürlich nicht so begeistert. Aber ich denke, jeder, der normalen Fußball betrachtet, der wird einschätzen, dass du einen Fußball, wenn du ihn entwickeln willst, dass du gar keinen anderen Weg gehen kannst. Und aus dem Grunde musst du das anerkennen, dass sie in der Kürze der Zeit so viel erreicht haben. Ja. Und jetzt sind eigentlich immer mehr Leute dabei, sag mal, umzudenken, weil sie sagen, wir wollen Fußball sehen in erster Linie. Und wenn man jetzt Leipzig anguckt, die haben fast immer ausverkauftes Stadion. Das hatten die schon in der zweiten Liga, im Pokal und so weiter. Und die Leute gehen dorthin und wollen eigentlich Fußball sehen, haben eigentlich auch satt diese Querelen mit Sachsen-Leipzig und Lok Leipzig, die sich jahrelang nur bekämpft haben. Und am Ende kam nichts raus, obwohl man nie vergessen darf, Lok Leipzig war schon mal erste Liga. Und jetzt hat eben Red Bull dieses Stadion für sich eingenommen und die Stadt ist sowieso Fußball besessen mit, hat eine gute Tradition, eine lange Tradition und es könnte sich natürlich auch eine Tradition entwickeln. Aus dem Grunde ist die Nation Sachsen immer noch gespalten, aber ich denke, viele haben jetzt eingesehen, dass es in erster Linie natürlich um Sport geht und ja, um ansehenswerten Fußball.